Am nächsten Morgen fahren wir wie immer früh los. Heute geht es nach Antwerpen. Auf guten Wegen erreichen wir zunächst Rupelmonde an der Schelde. Hier machen wir Halt und bestaunen eine große, nackte, sehr weibliche Frauengestalt. Wir Frauen fühlen uns bei dem Anblick aber angezogen. So schön sind Frauen. Aber auch Männer haben ihre Qualitäten. Seit mehr als 500 Jahren bestimmt dieser Belgier unser Weltbild. Flugkapitäne, Nautiker und alle Menschen auf der ganzen Welt beugen sich über Karten, die auf Gerhard Mercator zurückgehen. Jeder Atlas, jede GPS-gesteuerte Navigation, jede Google Maps-Karte beruht im Prinzip auf seiner Projektion des Erdballs. Mercator war der Erste, dem es mit geometrischer Präzision gelang, die gekrümmte Erdoberfläche als ebene Karte darzustellen. Mercator wurde am 5.3.1512 in Rupelmonde in Belgien geboren. In Antwerpen werden wir vom Geläut der Liebfrauenkirche begrüßt. In der Stadt gibt es viele historische Gebäude, aber man hat auch den jungen Künstlern die Möglichkeit gegeben, ihre modernen Ideen zu verwirklichen. Im Hintergrund stehen die alten Zunftgebäude. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass Antwerpen eine lebendige, moderne Stadt ist. Am nächsten Morgen verlassen wir Antwerpen, die Stadt der Diamanten. Hier das Wahrzeichen, ein großer Diamant. Wir bleiben alle an Bord, weil wir durch eine riesige Hafenanlage fahren. Antwerpen hat die zweitgrößte Hafenanlage von Europa. An einer Anlegemöglichkeit macht der Skipper fest. Alle Fahrräder werden wie immer von der Mannschaft entladen. Die Fahrräder werden gut von der Crew gewartet und die Gäste können unbesorgt die Räder nutzen. Unsere Tour geht jetzt weiter Richtung Holland. Eine Grenze gibt es hier nicht. Ich genieße diese Tour sehr, weil ich ja es inzwischen richtig gern mag, wenn ich mich nicht mehr kümmern muss, sondern einfach nur hinterher fahren muss. Und alles ist wunderbar geregelt. Es klappt ja hervorragend. Und dann kann ich das sehr genießen. Aber da wir uns in Europa bewegen, gibt es keinen Übergang mehr. Man muss es halt wissen. Es steht nur auf der Landkarte. Hier nutze ich mal die Gelegenheit, Tom zu fragen, wie er zu seinem Job als Reiseleiter auf diesem Boot gekommen ist. Das ist ein
eigentlich eine ganz kurze Geschichte. Das war über 11 oder 12 Jahre her. Da hatte ich keinen Job, ich wohnte in Amsterdam und hat jemand mich angerufen. Hallo Tom, ich habe deine Nummer von jemand gekriegt und die haben gesagt, vielleicht bist du interessiert. Kannst du innerhalb von 2 Tagen mit 20 Deutschen und ein Schiff durch Holland fahren? Das ist ja toll. Dann habe ich gedacht, darf ich eine halbe Stunde darüber nachdenken? 11, 12 Jahre her. Das wird ich bin toll. Immer geblieben. Ja. Heute Morgen starten wir unsere Radtour ab Nederwart. Von hier führt uns der Weg über die berühmteste Windmühlenreihe Hollands. Vom 17. bis 19. Jahrhundert hat die Landschaft in ganz Holland mit den Windmühlen so ausgesehen. Es gab rund 10.000 Windmühlen, die in erster Linie zur Entwässerung dienten. Heute stehen hier am Kinderdeich noch 19 Mühlen. Beim Anblick dieser Mühle fällt mir der Spruch ein: Gott erschuf die Welt, aber die Holländer haben sich ihr Land selbst erschaffen. Carla erklärt uns noch im Detail, wie die Mühlen arbeiten. Jede Mühle kann immer nur 1,5 Meter das Wasser anheben. Das ist die Archimedes-Schraube, heißt das. Der hat Archimedes schon gefunden. Und das ist jetzt das moderne Pumpstation, was das Wasser rauspumpt aus die Polder. Und das ist, ich finde das ganz indrückweckend, ja. Dass, wie das jetzt geht. Und wie das im 17. Jahrhundert geht, dann kann man das so verschieden, kann man das sehen. Okay, ja. Wir fahren durch die flachen Gebiete von Holland. Denn wir haben nicht nur eine Kreuzfahrt gebucht, sondern wir wollen in erster Linie radeln. Und nun noch ein Sprung übers Wasser, denn auf der anderen Seite liegt unsere Magnifique. Nachdem wir unsere 35 Kilometer geradelt sind, fahren wir wieder mit dem Schiff bis nach Dordrecht. Dordrecht ist die älteste Stadt Hollands. Eine Stadt und Gemeinde in Südholland, auf der gleichnamigen Insel, nur rund 20 Kilometer südlich von Rotterdam entfernt. Morgen ist Freitag. Es ist wie Freitag oder Friday, das kennt ihr alle. Hier erklärt uns Tom auf seine lustige Art den morgigen Ablauf für den letzten Tag unserer Reise. Wir starten mit dem Schiff gemeinsam bis nach Breukelen. Von da aus beginnt unsere Radtour bis nach Amsterdam. Wir sind jetzt in Breukelen. Von hier aus starten wir unsere letzte Fahrradtour. Breukelen war der Namensgeber von Brooklyn. Die niederländische Westindien-Kompanie gründete 1646 die Siedlung Breukelen an der Südspitze von Manhattan, das heutige Brooklyn. Unsere Route führt uns entlang des Flüsschens West. In Holland hat man immer das Gefühl, dass es mehr Wasserstraßen als Radwege gibt. Mit
betalen die mensen nou nog als ze hier doorheen gaan? Of nee, je hoeft niet te betalen. Nee. Nergens meer. Tom hat uns schon den Regen angekündigt. Jetzt ist er da. Zum Glück am letzten Reisetag. Angekommen in Amsterdam. Auch unsere Fahrräder hätten es verdient, so schön geschmückt zu werden. Jedes Fahrrad hat auf unserer Reise rund 250 Kilometer ohne Probleme zurückgelegt. Den Abschluss unserer Reise bildet eine anderthalbstündige Grachtenfahrt auf den Kanälen von Amsterdam. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Judy. Happy Birthday to you. Unsere Captain hat extra für unsere Gruppe ein Boot geordert, damit wir gemeinsam von Amsterdam Abschied nehmen können. Ja, Michael. Am letzten Abend an Bord bedankt sich der Captain bei seiner Mannschaft und natürlich auch bei seinen Gästen. Unsere Gruppe hat interessante Tage auf dem Schiff und auf dem Fahrrad verbracht. Auf wunderbaren Wegen konnten wir die Landschaft und die alten Städte in Belgien und Holland kennenlernen. Es waren erlebnisreiche Tage. Wir sind uns einig, diese Reise könnte man jederzeit wiederholen. Und wie es sich gehört, gibt es auf einem Kreuzfahrtschiff zum Abschluss ein großes Feuerwerk.